Gutes Stichwort, das du gegeben hast, Niki, mediale Blase. Ja, es war eine strategisch inszenierte mediale Blase, die vor mehr als 8 Jahren zum selben Zeitpunkt Hillary Clinton im klaren Vorsprung gesehen hat und dann waren alle baff erstaunt, dass es Donald Trump geworden ist. Und es war diesmal wieder diese kleine Minderheit von Eliten, diese gleiche Blase, die in Wahrheit versucht hat, mit Umfragen und Medienberichten Politik zu machen und damit einmal mehr gescheitert ist. Dasselbe erleben wir in Österreich. Wir haben gesehen bei der Nationalratswahl vor 1 Monat und 2 Wochen, dass die ÖVP mit gezielter Medienberichterstattung und Umfragen ein knappes Rennen ausgerufen hat, das am Ende nicht knapp war und zwischen dem erstplatzierten FPÖ und Kickl und Nehammer und der ÖVP ein klarer Abstand war. Wir haben es bei der EU-Wahl gesehen, dass die FPÖ auf Platz 1 war, obwohl Lobatka und Nehammer die Aufholjagd ausgerufen haben. Dieselbe Strategie sehen wir jetzt in der Steiermark, wo wieder die ÖVP in ihrer Not mit einem Abstand von 8% plötzlich mit irgendwelchen, du kennst Sommer, Herbst, Winter, diese ganzen Umfragemacher für Parteien, die heute noch Jahreszeiten benannt sind, möchte nicht näher auf die eingehen, die ganz gezielt mit Umfragen ein Bild erzeugen, das dann in der Realität des Wählers sich nicht standhalten lässt. Und dann kommt es immer zu dem, wie es heute auch wieder kommt, hier im Studio, Katzenjammer, Katerstimmung. Alle Wochen auf, Tränen reicht, das Gejammere und das Gesudere ist den ganzen Tag gegangen. Der Herr Lauterbach beispielsweise, Gesundheitsminister aus Deutschland, der noch gestern Kamala Harris auf der Weltbühne gesehen hat, muss heute als Minister einer G7-Industrienation und eines NATO-Staates bei Donald Trump und seiner Administration Abbitte leisten. Ein Armin Wolf stottert den ganzen Tag auf X daher und sagt, um Gottes Willen, Donald Trump hat keine Rede vorbereitet und keiner hat sich in Wahrheit wieder mal von den Eliten des Establishments mit den Worten Sorgen der Menschen auseinandergesetzt. Und ja, den Amerikanern geht es heute schlechter als vor 4 Jahren in der Migrationspolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Kaufkraft, in der Sozialpolitik, in der Außenpolitik, Kriege, Irritationen weltweite, Gasprobleme und daher ist die Wahl auf Donald Trump gefallen. So einfach ist das. Der Wähler wählt nicht strategisch, sondern der Wähler denkt sich, was nutzt mir am Ende mehr? Und am Ende nutzt mir eine stabile Wirtschaft, ein sicheres Land wahrscheinlich mehr als multikulturelle Wokeness, Trans-Regenbogen-Ideologie, Gendern und sonstiges Gaga. Denn das ist heute auch in den USA abgewählt worden und ich freue mich, dass das nicht nach Europa überschwappt. Was war denn der Ausschlag? Jeden Montag auf UI24TV. Schlag den groß. Wer traut sich und sagt dem wortgewaltigen Kultdiskutant den verbalen Kampf an? Die Herausforderin Eva Schütz. Harte Fakten und brutale Argumente. Schonungslose Ehrlichkeit mit feiner Spitze. Charmant provokante Diskussionen der Extraklasse. Das alles jeden Montag ab 21 Uhr. Bei Schlag den Groß mit Gerald Groß und Eva Schütz ab 21 Uhr nur auf UI24 TV.